Hey ihr Lieben, heute haben wir ein Video für euch, in dem wir euch ein paar Tipps geben wollen, wie ihr anfänglich oder generell, wenn ihr das Korsett tragt, damit umgehen könnt. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal ein Video hochgeladen, das heißt Hilfe, ich bekomme mein Korsett, das werden wir nochmal unten verlinken. Und ja, heute haben wir noch ein Video für euch, in dem wir noch ein paar weitere Tipps geben möchten, und zwar mit Fragen, die wir halt sehr oft gestellt bekommen, und deswegen wollen wir sie einfach alle in dem Video beantworten. Okay, also der erste Tipp ist, wenn ihr nachts schlaft, viele wissen dann nicht so recht, wie sie damit schlafen sollen in der ersten Nacht zum Beispiel. Und es kommt halt ganz drauf an, wie euer Korsett gebaut ist. Also bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass es auf der linken Seite halt ziemlich hoch geht, weil wir da so eine Armstütze haben. Und das ist halt sehr gut, wenn man sich auf diese Seite rauflegt, also auf die linke Seite, wo die Armstütze ist, weil dann lässt der Druck auch nach. Ja, das ist dann am angenehmsten, aber ich denke, jeder soll das einfach für sich so herausfinden, welche Position am angenehmsten ist. Und wenn es gar nicht hilft, dann versucht mal, euer Korsett ein bisschen zu lockern und dann damit einzuschlafen. Das ist immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Was auch hilft, ist, sich Kissen unter den Rücken zu legen, also unter das Korsett praktisch, sodass es so ein bisschen abgefedert wird. Ist auch leichter, als auf so einer ganz geraden, ja, kalten Matratze zu liegen. Ja. Und ja, das hilft euch vielleicht ein bisschen, könnt ihr mal ausprobieren. Aber macht euch einfach keinen Druck. Schlafen braucht lange Zeit. Bei mir hat das ungefähr einen Monat gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, es nachzutragen. Und manchmal macht man das ja auch unterbewusst im Schlaf auf, das kann auch vorkommen. Aber wie gesagt, versucht erstmal tagsüber die Tragezeit zu steigern, jeden Tag eine halbe Stunde oder so mehr. Und dann klappt es auch irgendwann wie von alleine nachts. Und wenn ihr zwischendurch mal eine Pause einlegt und das Korsett mal nicht tragt für eine Stunde oder so, dann würden wir euch sehr empfehlen, das Korsett unter die Bettdecke zu legen. Weil wenn ihr das einfach so irgendwo stehen lasst und es halt ein bisschen kälter ist in der Umgebung, dann speichert das Plastik sehr schnell Kälte oder halt auch Wärme. Und ist dann nicht so angenehm, wenn man dann so einen Eisklumpen wieder anziehen muss. Und deshalb würde ich das empfehlen, unter die Bettdecke zu legen. Und dann ist es auch schön warm und angenehmer wieder anzuziehen. Ein anderes Problem, das auftreten kann, ist, wenn euch etwas runterfällt, dann fragt ihr euch bestimmt, wie soll ich das aufheben? Das haben, glaube ich, alle Korsettträger das Problem. Deswegen würden wir euch ein paar kleine Tricks vorstellen. Und zwar könnt ihr zum einen die Standwaage machen. Da streckt ihr euer Bein sozusagen nach hinten und lehnt euch halt gerade runter. Oder den Ausfallschritt. Wenn ihr schwere Sachen wie zum Beispiel Getränkekasten oder so aufheben wollt, dann macht es am besten so, wie wir es hier zeigen. Also das nennt sich Gewichtheber. Und wenn ihr zum Beispiel schwerere Sachen tragen müsst, dann bietet es sich auch sehr an, die Sachen eng am Körper zu halten. Am besten so auf Höhe des Bauchnabels. Dadurch entlastet ihr auch sehr den Rücken. Und weil wenn ihr es halt so ausstreckt, dann müsst ihr euch ja so danach hinbeugen. Also es ist halt sehr schlecht für den Rücken, deshalb am besten möglichst eng am Körper tragen. Diese Art des Aufhebens sind auch generell sehr gut für euch und für euren Rücken bzw. eure Bandscheiben. Das haben wir in Sobi gelernt bei Ergotherapie, also in der Kur. Und ja, das schont euren Rücken sehr, wenn ihr das tut. Und auch wenn ihr euch zum Beispiel dreht, also einmal so rum, so die Rotation macht, dann macht am besten einfach noch einen Schritt nach hinten. Dadurch schont ihr auch euren Rücken und verdreht euch nicht so sehr in eurer Krümmung. Auch eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, ist, wie mache ich das mit dem Fliegen? Also wenn ich irgendwo hinfliege mit dem Flugzeug. Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr das Korsett natürlich anziehen während des Fluges, was aber auf Dauer sehr unangenehm sein kann, vor allem bei längeren Flügen. Und viele haben auch Angst bei der Kontrolle, dass sie da irgendwie piepen oder so. Was eigentlich nicht passieren sollte, aber wenn ihr irgendein Metallgegenstand aus dem anderen, wie zum Beispiel ein Silberring oder so, kann es schnell mal passieren. Von daher würden wir euch empfehlen, das Plastikteil dann einfach während der Kontrolle in diese Kisten da zu legen. Dann wird es dann einmal durchgescannt sozusagen, dann zieht ihr es einfach wieder an. Und ihr könnt es ja auch oben beim Flugzeug in diese Gepäckablage tun und es dann einfach später wieder rausholen. Aber falls ihr es zum Beispiel nicht im Handgepäck dabei haben wollt, könnt ihr es auch in den Koffer reintun und dann praktisch in euer Korsett die Klamotten rein anordnen. Und das ist auch ein guter Trick, um ein bisschen Platz zu sparen und damit ihr euer Korsett nicht während des Fluges tragen müsst. Viele fragen auch immer am Anfang, wenn sie ihr Korsett bekommen, ob sie dann die Hose dann über das Korsett tragen sollten. Es kommt natürlich ganz darauf an, was ihr für Hosen zu Hause habt. Also bei uns ist zum Beispiel so, also ich trage meine Hose immer unter dem Korsett. Das ist gar kein Problem bei mir, also da drückt auch nichts. Aber es kommt halt auch wieder darauf an, wie das Korsett gebaut ist. Hanna zum Beispiel trägt ihre Hosen immer über dem Korsett. Ihr könnt euch auch einfach eine Hose holen, was halt so, irgendwie so ein Gummiband drin hat. Ich habe ganz viele verschiedene Arten von Hosen ausprobiert. Und bei mir funktionieren einfach am besten welche, die höher geschnitten sind. Also zum Beispiel High-Waisted Jeans. Die hier ist von Pull & Bear. Ich muss sagen, die passt sogar über das Korsett. Ich wünschte, ich hätte die entdeckt, als ich es noch tagsüber getragen habe. Oder für Monkey hat die auch drüber gepasst, also könnt ihr mal gucken, wenn ihr die Shops in eurer Nähe habt. Die sind halt ziemlich elastisch und die kann man halt auch besser drüber ziehen. Und ja, ansonsten würden wir einfach sagen, Leggings sind auch richtig praktisch, also schwarze Blickdichte. Es gibt auch welche aus dickerem Stoff, zum Beispiel von Zara. Wir haben neulich jetzt ein Herbst-Outfit-Video hochgeladen, da seht ihr auch noch ein paar Arten, wie man am besten Hosen kombiniert. Und da habe ich unter anderem auch eine von Levi's oder Levi's, wie man es auch immer ausspricht. Ja, die ist ein bisschen tiefer geschnitten, aber die sitzt trotzdem ganz gut. Ihr könnt es auch mal mit Gürtel ausprobieren, also ja, guckt einfach mal bei solchen Läden
Und eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, ist die Frage, wie man es den anderen Leuten erzählen soll, also seinen Freunden oder der Klasse oder wie noch immer. Und da würden wir euch auf jeden Fall raten, es offen zu sagen. Also ich würde es vielleicht so machen, dass ich an eurer Stelle so einen Vorschlag halte einfach und einfach ein bisschen was über Skoliose erzähle und ja, warum ihr jetzt dieses Konzept tragen müsst, weil wenn ihr es nicht erzählt, dann wissen die ja nicht, was es ist und bilden sich sonst was ein, wegen dass ihr es tragt, um schlank zu sein oder so, aber dadurch werden sie halt aufgeklärt und ja, wissen einfach Bescheid und können auch besser damit umgehen. Also falls ihr nicht die Möglichkeit haben solltet oder es nicht gibt mit dem Vortrag, wenn ihr es jetzt auch nicht so imposaunen wollt, könnt ihr es einfach auch Leuten einfach erklären. Also zum Beispiel, wenn sie euch darauf ansprechen, hey, was hast du denn da? Dann, oder mit euren Freunden generell, dadurch spricht sich das vielleicht auch schneller rum. Erzählt ihr einfach, ja, das trage ich wegen meinem Rücken. Im Grunde ist das wie eine Zahnspange nur für den Rücken. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Erklärung und darüber können sich die meisten Menschen auch was vorstellen. Und ja, lasst euch nicht einschüchtern von irgendwelchen neugierigen Fragen oder Blicken. Am Anfang ist es öfters so, aber mit der Zeit sehen es die Menschen auch irgendwann als etwas Normales an, wenn ihr es tragt und einfach offen damit umgeht. Und ja, die meisten finden es auch eher lustig oder boxen mal dagegen, hey, wie geht's dir so damit und so. Also es lohnt sich wirklich, damit offen umzugehen, das sage ich auch immer wieder, weil Peinlichen bringt einfach nichts, das macht alles nur noch komplizierter. Ja. Und ich meine, ihr tut es ja auch alles nur für eure Gesundheit. Wenn jemand trotzdem eine dumme Bemerkung machen sollte, dann wirklich, gibt nichts drauf. Die sollen erstmal selber sich in so ein Plastikteil reinzwängen und dann wissen, wie es ist. Wir hoffen, dass euch die paar Tipps geholfen haben. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne unten kommentieren oder uns eine Mail schreiben oder per Insta direkt oder ja, wo auch immer. Genau, vielleicht werden wir nochmal ein Ask Corset Sisters Video machen in Zukunft. Da könnt ihr jetzt einfach alle möglichen Fragen stellen, mal zu Korsett, Skoliose, aber auch einfach vielleicht persönliche Fragen, wie ihr wollt, könnt ihr so eine Mischung machen. Ja. Also sagt Bescheid, wenn ihr darauf Lust habt. Und ja, wir hoffen, ihr habt noch einen schönen restlichen Tag und dass ihr euch gut an das Korsett gewöhnt. Und denkt immer dran, gebt niemals auf, weil es braucht einfach ein bisschen Zeit und am Anfang fühlt es sich immer so an, als ob man sich nie dran gewöhnen wird. Aber letztendlich, nach einiger Zeit, wird es sich wie eine zweite Haut anfühlen. Und falls ihr noch ein paar andere praktische Tipps haben wollt, dann guckt am besten nochmal in unserem anderen Video Hilfe, ich bekomme ein Korsett. Und ja, damit wird euch erstmal ganz gut ausgerüstet. Und denkt daran, es ist nicht für die Ewigkeit. Irgendwann habt ihr es geschafft und könnt stolz sein, dass ihr es gemacht habt. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, also sofern ihr beim richtigen Korsettbauer seid. Tschüss! Tschüss.